Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der heute leider zur Tatsache gewordene Brexit ist auch eine große Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Es geht jetzt um die internationale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, natürlich auch mit einem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, das wir jetzt heute verabschieden, meine Damen und Herren. Denn in den nächsten 3 Jahren stehen allein 135.000 Familienunternehmen zur Übergabe an, und davon sind über 2 Millionen Beschäftigte betroffen. Das ist der Ernst der Lage, und deswegen müssen wir heute handeln, meine Damen und Herren. Unser Leitgedanke bei der Anpassung der Erbschafts- und Schenkungssteuer war die Erhaltung der Generationenbrücke in unseren deutschen Betrieben mit der Sicherung von Arbeitsplätzen. Mit der Einigung zu der nun vorliegenden Reform ist uns eine verfassungskonforme, praxistaugliche und vor allem arbeitsplatzsichernde Lösung gelungen, meine Damen und Herren. Dieser tragfähige Kompromiss zeigt die Handlungsfähigkeit unserer Koalition, und ist es am Ende gelungen, vor allem eine mittelstandsfreundliche Lösung zu finden, die Sicherheit für viele Betriebe bedeutet und zu keinen weiteren Belastungen führen wird, meine Damen und Herren. Dies ist ein Beitrag zur Sicherung und Stärkung unserer weltweit einzigartigen, vom Mittelstand und Familienunternehmen geprägte Wirtschaftsstruktur in Deutschland. Das ist das Erfolgsmodell, meine Damen und Herren, wo uns viele Länder beneiden. Diese Mittelstandsstruktur ist das Erfolgsmodell für die erfolgreiche Wirtschaftsnation Deutschland. Und eine Wirtschaftsstruktur, das sollten wir nicht vergessen, die in der Finanz- und Wirtschaftskrise maßgeblich zur Stabilität und Beschäftigungssicherung beigetragen hat. Und diese Struktur, die dürfen wir doch nicht zerschlagen, meine Damen und Herren. Ich stelle hier ausdrücklich fest, es geht hier auch nicht um Geschenke für ein paar reiche Erben mit Privatvermögen, sondern um den Erhalt von Arbeitsplätzen und Betrieben, um das Wohl von Arbeitnehmern und ihren Familien. Das steht ganz vorne dran, meine Damen und Herren. Wir sprechen hier von denjenigen, die den Wohlstand in Deutschland erwirtschaften, den Sie, meine Damen und Herren, von den Linken so gerne verteilen. Erwirtschaften geht vor Verteilen, aber das wollen Sie ja nie begreifen. Gerade Ihnen von der Linken sind die ideologischen Feindbilder und Scheuklappen näher als die Menschen in diesem Lande, meine Damen und Herren, mit einer ordentlichen, arbeitsplatzsichernden Erbschafts- und Schenkungssteuer, meine Damen und Herren. Ich habe in der Diskussion um die Erbschaftssteuer immer wieder das Wort von der Verteilungsgerechtigkeit gehört. Verteilungsgerechtigkeit ist wichtig, das hört sich gut an. Verteilungsgerechtigkeit kann es auch nur dann geben, wenn es etwas zu verteilen gibt. Das ist eine Binsenwahrheit. Ihre Vorstellungen allerdings würden dazu führen, dass es ziemlich bald eben nichts mehr zu verteilen gibt, meine Damen und Herren. Die soziale Bindung des Eigentums ist für uns natürlich die Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft. Und deshalb verbinden wir auch in diesem Gesetzentwurf das Eigentum mit der Verpflichtung zur Erhaltung der Betriebe und Arbeitsplätze. Das ist die Grundlage unseres Gesetzes, meine Damen und Herren. Und deshalb hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil unsere Verschonungsregelung, die Sie immer kritisiert haben, ausdrücklich bestätigt, meine Damen und Herren. Das muss noch einmal verdeutlicht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat unsere Verschonungsregel bestätigt. Das ist der wesentliche Grundsatz. Und deswegen ist dieses Gesetz auch verfassungskonform. Die Einwände, die uns das Bundesverfassungsgericht aufgetragen hat, haben wir in den Beratungen und auch mit den Sachverständigen in den Anhörungen sehr ernst genommen. Und wir haben natürlich nachgewiesen im Protokoll, dass alle Punkte dieses Gesetzes mit den Sachverständigen erörtert wurde. Es ist einfach nicht die Wahrheit, was Sie hier verkünden, meine Damen und Herren. Und wir haben ein Gesetz, das an die Gemeinwohlverpflichtung angepasst ist. Auch deshalb kann ich mit Fug und Recht sagen,
Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, das Unternehmen und Arbeitsplätze zukunftssicherer macht. Natürlich kann man sich immer von vielen Seiten mehr vorstellen, aber es ist der Kompromiss, der nun bei einer schwierigen Sache auch positiv erledigt wurde. Und lassen Sie mich einige wichtige Punkte hervorheben. Erstens, die Freistellung von Betrieben mit bis zu 5 Beschäftigten von der Lohnsummenprüfung. Das war ein Anliegen der CSU, weil wir eben ganz tief verwurzelt sind mit den Handwerks- und mit den kleinen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, weil die auch in der Zukunft weniger Bürokratielasten damit haben. Das Totschlagargument der Opposition mit der Unternehmensstatistik zur Lohnsummen- und Verschonungsregel ist falsch, meine Damen und Herren. Die größte Zahl von Ein-Mann-Betrieben wird überhaupt nicht übergeben und nicht vererbt. Das sollte man auch aus dieser Statistik mal herauslesen. Das ist die Grundlage. Und deswegen ist diese Zahl von 5 Beschäftigten absolut entbürokratisierend und auch die richtige Zahl, meine Damen und Herren. Hervorzuheben ist auch die marktwirtschaftliche und realistische Unternehmensbewertung. Wir kürzen den Kapitalisierungsfaktor von knapp 18 auf einen Wert, der nun in einem Korridor von 10 bis 12,5-fach liegt. Dadurch vermeiden wir, und das ist wichtig, eine Überbewertung, die sich aus dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld ergibt, und erhalten gleichzeitig einen akzeptablen Unternehmenswert, der im vereinfachten Ertragswertverfahren auch weniger streitanfällig wird. Und das ist ja auch im Vollzug ein wichtiges Thema. Denn die Marktfähigkeit eines Unternehmenswertes liegt in der Regel bei dem etwa 7- bis 9-fachen. Wir haben jetzt den Korridor 10- bis 12,5-fachen. Das trägt dazu bei, dass der Mittelstand nicht unverhältnismäßig mit einer Substanzbesteuerung belastet wird, meine Damen und Herren. Deswegen ist dieser Punkt ein Erfolgspunkt für die Wirtschaft und letzten Endes auch für die Finanzämter, die das administrieren müssen. Ein ebenfalls großer Erfolg ist die erweiterte Stundungsregelung, die zinslos für maximal 10 Jahre gewährt wird. Damit zeigen wir deutlich, meine Damen und Herren, dass für uns die Erhaltung von Betrieben und Arbeitsplätzen das Allerwichtigste ist. Es muss kein Betrieb wegen der Erbschafts- und Schenkungssteuer zerschlagen werden. Das ist die Botschaft, die wir heute verkünden. Und das ist eine wichtige Botschaft, meine Damen und Herren. Darüber hinaus haben wir eine sogenannte Investitionsklausel im Gesetz verankert. Dadurch kann nach dem Erbfall nicht begünstigtes Vermögen durch eine Investition in begünstigtes Vermögen gewissermaßen umgewandelt werden. So stellen wir Planungssicherheit her und setzen zugleich starke Zukunftsanreize für notwendige Investitionen. Wir bekämpfen damit auch den Investitionsstau in Deutschland. Dieser Anreiz ist wichtig, dass man letzten Endes, wenn man investiert in die Zukunft des Betriebes, in die Arbeitsplätze, auch eine Anerkennung des Gesetzgebers hat. Als letzten Punkt möchte ich erwähnen, dass wir größere Familienunternehmen, also Betriebe mit viel Beschäftigung und langen Eigentümerbindungen über Generationen hinweg, die oftmals eine Verfügungsbeschränkung der Anteilseigner haben, mit einer Steuerbefreiung von maximal 30% entgegenkommen. Und meine Damen und Herren, das ist gerecht, weil Verfügungsbeschränkungen bei der Anteilsweitergabe natürlich den Wert erheblich reduziert. Sie können doch nicht etwas besteuern, was in dem Wert nicht als Bemessungsgrundlage beinhaltet ist. Auch damit leisten wir einen elementaren Beitrag zum Erhalt unserer arbeitsplatzsichernden Wirtschaftsstruktur. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss das Fazit ziehen. Wir haben erreicht, dass auch in Zukunft der Wirtschaftsstandort Deutschland erfolgreich gestaltet werden kann. Unsere kleinen, mittelständischen und größeren Familienunternehmen werden auch dank dieser Reform das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und Beschäftigungsmotor Nummer 1 bleiben. Und vor diesem Hintergrund appelliere ich an dieser Stelle auch an die Grünen und letzten Endes, dass Sie im Bundesrat nicht blockieren, sondern geben Sie diesem Wirtschaftsstandort diese Chance mit diesem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Das ist gerade heute im Zeichen des Brexits ein wichtiges Anliegen. Vielen Dank. Also mit
Blick auf die besonderen Bedingungen, unter denen wir heute die Tagesordnung abwickeln, bitte ich nochmal alle Rednerinnen und Redner, die Redezeit auch möglichst einzuhalten. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke.